Sie wollen, dass Ihre Daten bei künftigen ÖPNV-Optimierungen berücksichtigt werden? Hier erfahren Sie, wie das Projekt Wohnortcluster Sie dabei unterstützt und wie genau Ihre Daten in künftige ÖPNV-Optimierungen einfließen können. Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch das Software-Tool Wohnortcluster, das von der Audi AG in Zusammenarbeit mit der MVI Proplan Süd GmbH entwickelt wurde. Die Software wurde der IFG zur Verfügung gestellt. Inzwischen wird das Wohnortcluster in einer Kooperation zwischen Audi AG, VGI und IFG durchgeführt. Im Projekt Wohnortcluster werden die tatsächlichen Mobilitätsströme von Pendlern erhoben, um damit den ÖPNV für Ingolstadt und die Region 10 bedarfsorientiert zu verbessern. Die primäre Zielsetzung des Projekts ist eine bedarfsgerechte ÖPNV-Optimierung. Unsere tägliche Mobilität beschränkt sich längst nicht mehr auf Stadtgrenzen. Daher berücksichtigt diese Erhebung das Stadtgebiet Ingolstadt und die benachbarten Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm. Grundlage dieser ÖPNV-Optimierung ist die Erhebung von Mobilitätsdaten. Die Datenerhebung erfolgt dabei auf zwei Wegen. Unternehmen können die Daten ihrer Beschäftigten einpflegen lassen, interessierte Bürger können ihre Pendeldaten selbst online über die Bürgerbeteiligung einfließen lassen. Durch die erhobenen Daten entsteht eine Heatmap für die gesamte Region. Diese Heatmap zeigt an, wie hoch die tatsächliche Mobilitätsnachfrage aus bestimmten Arealen zu bestimmten Zeitfenstern ist. Dadurch können ÖPNV-Planung und Verkehrsflüsse optimiert, Staus und Pendelzeiten reduziert werden. Über die Bürgerbeteiligung kann jeder Interessierte selbst seine Pendelzeiten und Routen einfließen lassen. Dazu steht ein Online-Fragebogen zur Verfügung, durch den die Daten direkt in künftige Mobilitätsplanung und die ÖPNV-Optimierung einfließen und, wenn Sie dem zustimmen, auch in die wissenschaftliche Forschung. Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr wurde der VGI für das Modellprojekt VGI New Mind ausgewählt. Ein Teilvorhaben dabei ist die Ausweitung des Wohnortclusters auf die Region 10. Durch dieses Förderprojekt kann eine begrenzte Anzahl an Unternehmen derzeit kostenfrei erhoben werden. Für Unternehmen hat die Teilnahme weitere Vorteile. Durch die Teilnahme können Unternehmen sicherstellen, dass die Mobilitätsströme ihrer Beschäftigten in die künftige ÖPNV-Optimierung einfließen. Zudem erhält jedes Unternehmen eine individuelle Übersicht des Mobilitätsbedarfs der Beschäftigten. Die Teilnahme der Unternehmen erfolgt in drei Schritten. Nach der Unterschrift der Teilnahmevereinbarung erfolgt unternehmensintern die Datenerhebung. Durch die anschließende Individualauswertung im Unternehmen ist die Teilnahme abgeschlossen. Die Anonymisierung der eingepflegten Daten erfolgt durch zwei Filter beim Einlesen der Daten in die Software. Zunächst wird dabei jeder Bewegungsstrom geokodiert, das heißt zu einer Pinnadel auf der Stadtkarte. Im zweiten Schritt werden diese Pinnadeln Waben zugeordnet. Diese Software zeigt lediglich Waben an, die mindestens 5 Start- oder Zielpunkte enthalten. Zudem erfordert die Teilnahme keine Installation der Software auf Unternehmensrechnern. Alle Daten werden vollständig anonymisiert und die Quelldaten verlassen das Unternehmen nicht. Bei Teilnahmeinteresse oder Fragen wenden Sie sich gerne direkt an die IFG. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Mailadresse wohnortcluster@ingolstadt.de sowie telefonisch zur Verfügung. Gerne informieren wir Sie über Teilnahmemöglichkeiten und die nächsten Schritte. Weitere Informationen zum Wohnortcluster erhalten Sie auch auf der Homepage der IFG.